Hi, willkommen zurück zu Mega Man X3. Heute ist Gravity Beetle dran. Und vielleicht finden wir auch das ein oder andere Geheimnis. Dum-dum-dum-dum-dum-dum, Gravity Beetle. Ich weiß noch nicht, ob ich ein paar Geheimnisse hole oder erst Blast Hornet mache. Mal schauen. Wenn das gut läuft, ne? So, wo sind die Upgrades? Eins ziemlich am Ende, eins ziemlich in der Mitte, eins ziemlich am Anfang. Schön verteilt, sehr schön. Damn, ich weiß nicht, wo welches ist. Aber schauen wir mal. Ich glaube, das erste kommt jetzt schon, ne? Das war ja ziemlich am Anfang. Ja, da oben, der Herz, das Herzteil. Wie komme ich da ran? Ich glaube, man musste von hier irgendwie dahin. Oh, ja, es hat sich gelohnt, das Ding zu holen. Ah, egal. Fickt euch! Alter, ihr macht mich gerade so sauer. Stirb, danke. So. Kann ich mich hier hochglitschen? Was heißt glitschen? Ist mir scheißegal, wie viel Energie ich verliere. Hauptsache, ich krieg das scheiß Herzteil. Warum ist die Wand hier? What the fuck? Dann habe ich keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Dann geht das wohl erst später. Braucht man einen Schuss von Gravity Beetle dafür? Aber was anderes fällt mir dafür jetzt nicht ein, um die Wand zu schrotten. Einen Roboter bekommt man hier ja nicht. Also, übrigens, ich habe herausgefunden, warum ich den Roboter in dem letzten Part nicht benutzen kann. Ziemlich easy. Ich hab den noch gar nicht. Man, in der Stealth von Blast Hornet findet man den Roboter nämlich und das andere sind einfach nur Chips, um den zu verändern. Also kriegen wir den erst, wenn wir in die Stage von Blast Hornet sind. So, hier ist aber ein Chip für. Das weiß ich noch. Dann weiß ich allerdings nicht, was das dritte Upgrade ist. Nein, du solltest nicht zur Seite dashen. Du solltest nach oben. Ah, scheiße. Das geht. Wenn ich es nicht versauen würde. Fuck. So, geht doch. Den brauchen wir in der Stage von Toxic Seahorse, den Roboter-Chip. So, jetzt bin ich auch wieder voll. Nett. Ja, war kurzes Vergnügen. So, das letzte Upgrade ist kurz vor Ende. Hä? Ach so, Energie. Das Level, das geht, glaube ich, noch ein bisschen. Okay, was erwartet mich jetzt hier? Hol ihn weg. So, das gönne ich mir und zurück. Oh, Leben, noch besser. Der Treffer hätte nicht sein müssen. Aber da ist nun das nächste Paket, auf das ich scharf bin. Und das sollte die Halbzeit des Levels sein. Ist hier oben was? Natürlich ist hier... Ah, so ein Ding, wo ich einen Roboter benutzen kann. Okay. Ich glaube, ich brauche den Roboter. Um das letzte Upgrade hier im Level zu bekommen.
Oder? Ja. Damit kann ich die Gänge bekommen. Heißt das, ich muss mit den Robotern ganz zurück, um den Herdcontainer zu bekommen? Naja. Dann muss er irgendwie anders gehen. Dann müssen wir den Roboter sowieso nochmal in die Stage, können wir das mit dem Herzcontainer auch ausprobieren. So, dann sind wir schon mal Gravity Beat. Der hat die Schwäche von Neon Tiger. Der war jetzt nämlich nicht ganz so schwer, vor allem mit der Schuss von Neon Tiger. Da haben wir ihn, Gravity Beat. Ja, ist halt nicht der schnellste. Und da wir ihn mit den Schwäche bearbeiten, macht er eine bestimmte Aktion, glaube ich nicht. Der kann eigentlich so eine Art schwarzes Loch zaubern. Aber ja, ihr seht schon, mit Schwäche, ja, war so ziemlich der einfachste Boss im Spiel bisher mit der Schwäche. Mit X-Wasser ist er, glaube ich, nicht ganz so einfach. Aber daran kann ich mich jetzt nicht erinnern mehr. Naja, auf jeden Fall haben wir ihn besiegt. Und kriegen Gravity Well. Ziemlich wichtiger Schuss für Blast Hornet, weil Blast Hornet ist ohne den Schuss ein Monster. Ha. Sieht man auch, wie es aussieht schon. Ohne Gravity Beetle, holy shit, ist dieser Boss schwer. Aber mit Gravity Beetles Waffe ist er okay. Blast Hornet. Mal gucken, ob ich hier in Level jetzt alles finden kann. Ansonsten müssen wir fast alle nochmal machen. Drei Stück, okay. Lol, ich war schon über der Rakete. Ich streite mich mit dem Spieler, spielt wie so immer recht. Dum, 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 dum. Ah, hier ist, glaube ich, schon das erste Geheimnis. Ja, ich erinnere mich. Wir müssen die Stage nochmal machen. Ja, jetzt habe ich wieso versaut. Weil wir brauchen den Roboter. Weil, oder? Nee, das traue ich mich nicht. Wir brauchen halt einen speziellen Roboter, der darüber kommt. Ansonsten ist das nicht zu schaffen. Oh, das Spiel ist jetzt aber... Oh, der da unten ist jetzt wahrscheinlich weg. Nee, der ist noch da. Okay. Leider kein... Dazu gebe ich keinen Kommentar ab. Okay, erzählt habe. Ich liebe die Stage-Musik von Blast Hornet. Die ist so geil. Die ist mega, mega awesome. Ich verschone euch mal mit meinem Gesang, aber ja. Es ist ein Stage. Stage ist nicht unbedingt mein Favorit, aber die Musik auf jeden Fall. Dum, dum, dum. Ich versuch mal, ob ich das so schaffe. Keine Chance. Ohne Roboter keine Chance. So. Der Blindshot da eben, der war natürlich einfach mal richtig fies. Aber okay.
Zwischenboss oder ist es das Bit- und Byte-Areal? Ich glaube, ein Zwischenboss, so wie er es aussieht. Was bist du denn? Ah, hi! Das kennen wir ja schon auf Mega Man X2, diese Dinger. Dieses Schwert und dieser komische Stern sind auch nur möglich, weil damals in SNES so eine Art Chip eingebaut wurde. Deswegen wurde Mega Man X2 und 3, glaube ich, auch nicht fürs Super NES in Betracht gezogen. Wegen diesem Chip halt. Halt für diesen Retro, für Mini-SNES, so meine ich das. So, sind wir eigentlich in der Mitte? Ich glaube, hier war es, ne? Nee. Irgendwo, das Geheimnis ist der Robot, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Den können wir hier irgendwo holen. Aber wo war nochmal die Frage? Ich glaube... Ah genau, hier kann man jetzt runter. Man kann hier nach rechts. Rechts ist aber, glaube ich, der richtige Weg. Und links... Wartet mal, kann man oben auch lang? Wahrscheinlich landet man da, okay. Auf jeden Fall, hier wird es den Robot geben. Schon wieder ein fetter Blind Jump. Hier sieht man, er ist gefangen noch. Und so kann man ihn jetzt befreien. Und dieses Ding sorgt jetzt dafür, dass wir jedes Mal einen Roboter bekommen, wenn wir diese komischen Plattformen betreten. Das hatte ich vergessen, dass man erst den Hauptroboter sammeln muss, bevor man die Chips benutzen kann. Hallo, ich brauch den! Wo ist der? Das ist nicht euer Ernst! Obwohl, warte. Das müsste auch hier mitgehen. Das ist der andere Weg, ne? Ah, das ist einfach nur ein Rückweg, okay. So, ein Geheimnis ist noch kurz vor Schluss. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist ein Anfang, was wir nicht haben, ist, glaube ich, der Herzcontainer. Hier oben schon? Ja. Ne, das ist der Herzcontainer. Okay, das ist ein Anfang was anderes. Okay. So, das ist jetzt die Bit- und Byte-Kammer aber. Nerv nicht. Oh, hier sind Spikes. Aufpassen. Zeigen sich die Entwickler wieder von der besten Seite. Oh, da kommen noch mehr Kisten runter. Okay. Ist hier irgendwo das Geheimnis? Bei den Kisten? Kann ich mir gut vorstellen, aber ich weiß es halt nicht safe. Ja, muss. Irgendwo hier oben muss was sein. Werde ich getroffen? Ja, werde ich. Ach nee, gar nicht wahr. Das Herz habe ich doch eingesammelt. Das war das Geheimnis. Ich bin ein Idiot. So, Blast Horn kann man, glaube ich, ohne Hit mit der Schwäche relativ gut überleben. Dieser Boss macht monströsen Damage. Ich glaube, wenn ich ein oder zwei HP weniger hätte, könnte der mich one-shotten. Aber es ist scheißegal, wo der hier in der Area ist. Gravity Beetle ownt ihn. Der wäre richtig, richtig schwer ohne den Schuss. So ist das relativ einfach.
Und Gravity bietet Schutz, ist doch sonst ziemlich unnütz. Man hat halt ein Geheimnis in der Stage von Void Catfish. Und sonst. Und für Blast Hornet. Sonst ist der total unnütz, wie ich finde. Bei den anderen Gegnern macht er gar keinen Schaden. Aber Blast Hornet. Ihr habt schon gesehen, wie viel Schaden die gemacht hat. Und das war nicht ihr stärkster Angriff. Also wenn sie mit ihren Stacheln erwischt, ne? Dann. Holy moly, das macht aber dicken Schaden. So, was kriegen wir eigentlich von Blast Hornet? Parasitic Bomb. Das müsste ja die Schwäche von Buffalo sein, ne? Warum ist der denn schwach dagegen? So, alle 8 Mavericks besiegt. Schick mal an. So, Riesen-Plot-Twist natürlich. Dr. Doppler ist gar nicht das Mastermind, sondern nur ein Gehilfe von Sigma. Und der sammelt oder versucht halt einen Battle-Armor für Sigma herzustellen. Einen neuen, den Wolverine-Armor haben wir ja letztes Mal gecrashed. So, jetzt müssen wir mal auf jeden Fall erstmal ein paar Sachen holen. Ich glaube, wir gehen mal als erstes in Void Catfish. Wir haben so 17 Minuten rum. Mal gucken, wie viel Sachen ich noch hole. Vielleicht zwei oder... Je nachdem. Zwei oder drei. Wie schnell ich durchkomme. So. Void Catfish hat halt noch zwei. Die konnte ich beide noch nicht holen beim letzten Mal, weil für das eine brauche ich den Schuss von Gravity Beetle und für den anderen brauche ich den Roboter, den wir gerade im Blast Hornet gefunden habe. Leute, die Gegner haben sich verändert. Die sind zu grün jetzt. Die waren feuerrot. Ja, die haben sich verändert. Lol. Deswegen. Kann das. Wenn das einer weiß, schreibt das mal gerne in den Kommentare. Interessiert mich immer mal neugierig. In Mega Man S1 war es ja auch so, wenn wir bestimmte Stage gemacht haben, dass sich was verändert. In 2 und 3 ist mir das bisher noch nicht aufgefallen. Aber die Gegner, die sehen auf jeden Fall anders aus. Ich glaube, das hat mit der Stage von Gravity Beetle zu tun. Ich bin mir absolut nicht sicher. Also wenn jemand das sicher weiß, gerne unten in die Kommis posten. Interessiert mich sehr. Da oben war der Herztank, genau. Die halten jetzt, glaube ich, auch weniger aus, kann das sein? Die haben ihre Art Rüstung verloren, will ich mal behaupten. So, nochmal Fahrstuhl und dann müsste ich beim ersten Upgrade sein, was ich einsammeln kann. Ich glaube ja. Genau. Weil hier brauchen wir erstmal den Schuss von Gravity Beetle und wir brauchen das Power Shoot. Auch Teil, weil dann, zack, können wir eine Art Schwerkraft erzeugen und landen bei einer Kapsel.
Die vierte, um genau zu sein, und letzte erstmal. Ring Armor Upgrade. Okay, da kriegen wir eine Art Battle Armor, die sich dafür sorgt, wenn ich Schaden bekomme, habe ich eine Art Schutzschild, die verhindert, dass ich danach Schaden bekomme. Hier das da. Und ja, es ist nicht für immer da, aber das löst sich dann halt irgendwann auf. Und wenn ich Schaden kriege, taucht das auf. Das verhindert halt, wenn, dass ich permanent getroffen werde. Alter, das wäre richtig gut gegen Bald gewesen. Warum habe ich das vorher nicht geholt? Weil es nicht möglich war. Richtig. Zu dem Zeitpunkt. Ah, ich glaube, ich mache doch nur diese Stage hier. Ich will das Video möglichst nicht so lang halten. So. Obwohl, vielleicht machen wir doch noch eins. Weil das Upgrade haben wir jetzt sofort hier um die Ecke. Mal schauen. So, und hier kann ich jetzt zwischen drei verschiedenen Dingern, die wir schon eingesammelt haben, aussuchen. Hä? Wie bestätigt man das denn? Mit X auf jeden Fall nicht. Mit Viereck muss man es machen, okay. So, hier haben wir unseren Power Robot. Zack, dann kommen wir nach hier unten. Und hier ist dann das letzte Teil, ein E-Tank. So, voll Catfish, done. Was fehlt mir denn hier denn noch? Zwei Sachen. Das war fertig. Das war fertig. Wohl Catfish fehlen mir noch zwei Sachen. Toxic Seahorse fehlen auch zwei Sachen. Da fehlen zwei Sachen. Da habe ich alles. Ja, Leute, ich glaube, wir beenden den Part und im nächsten Part sammeln wir das alles in Ruhe ein. Und bis dahin. Ciao.